Ja, wir sind hier auf einer neuen Etappe unserer Tour durch die verlassenen Orte von Berlin. Bei uns ist Daria. Daria ist Expertin. Sie macht Urban Exploring schon ganz lange und sie erklärt uns jetzt mal, wo wir hier sind. Jetzt sind wir in einem verlassenen Krankenhausgelände im Ostberlin. Leider, wir werden bald sehen, es ist nicht so viel zu erkennen, aber ich werde trotzdem ein paar Spuren euch zeigen. Ja, Wollen wir? wir gehen jetzt mal rein und es fällt auf, dass man hier ganz ungestört reinkommt. Es gibt nicht mal einen Zaun oder so etwas. Was ja auch, Daria, das ist doch gefährlich, oder? Ja, ein bisschen. Aber man muss immer aufpassen. Aufpassen muss zu Urbex dazugehören. Wir müssen immer schätzen, ob das lohnt oder nicht, das gefährlich ist oder nicht. Natürlich, wir können nie wissen, ob eine Balke stabil ist, bis wann wir auf sind. Aber wir müssen trotzdem ein bisschen vorsichtig schätzen. Es konnte bis jetzt eine ganz normale Wohnung oder Wohnhäuser aussehen, aber es gibt ein Aber, wir müssen immer gucken und wir können trotzdem ein paar Spuren merken. Da ist Waschbecken, das war bestimmt etwas wie ein Warteraum, es war getrennt. Und was wichtig ist, wir sehen fast jeder Raum hat Fliser. Okay, jetzt ist Graffiti, aber diese sind Fliser. Und was ist wichtig zu merken, diese sind ganz nicht normale Ecke, aber runde Ecke. Runde Ecke, sogar mit Fliesen. Und diese war typisch in Krankenhäusern, zum Beispiel, wenn die Tuberkulose noch eine Seuche war. Und diese war, stellen Sie sich vor, warum? Diese runde Ecke wegen Bakterien, dass die Putzfrauen besser putzen können. Sag mal, Daria, weißt du, wie alt das Gebäude hier ist? Diese war von Kaiserzeit. Aber ich weiß nie, seit wann richtig verlassen ist, aber auf jeden Fall nach der Wende. Weil die waren eigentlich zwei verschiedene Krankenhäuser. Eine in Berlin, Lichtenberg. Funktioniert noch alles perfekt, noch in Betrieb. Und diese wurde verlassen und nicht mehr benutzt. Was ist hier passiert? Das ist eine. Kleiner Fahrstuhl für Essen. Guck mal, du kannst noch sehen. Da. Und hat gebrannt hier Ja. offenbar einmal. Nicht von selbst, natürlich. Ja. Guck mal, hier kannst du Fliesen sehen. Alle war gefliest, war natürlich. Hygiene war sehr, sehr wichtig. Es ist immer wichtig, aber sie hatten keine Impfung gegen Tuberkulose damals so. Ja, ich finde es krass, wie viel Müll hier rumliegt und auch wie viel Graffiti hier gesprüht wurde. Hier, guck mal, das ist ja auch krass, was da ist. Und sie haben auch leider bemerkt, wie in dieses Krankenhaus einfach zu reinkommen ist. Das ist noch ein Punkt. Die Frage ist, warum kümmern nicht mehr die Besitzer auf sein eigenes Eigentum? Das ist immer eine offene Frage. Und wir können tageslang darüber sprechen, aber wir finden keine Lösung. Bestimmt sind jetzt insolvent oder keine Ahnung. Aber leider diese Gebäude so von allein lassen. Ich habe von noch ein Erlebnisbad in Berlin mitbekommen, wie in Ja. zwei, nur 2 Jahre so total von perfekt eben geschlossen als Ruine geworden ist. Und jetzt kannst du nicht mehr machen. Zum Beispiel hier. Raten Sie mal, wie hoch werden die Kosten sein für eine Sanierung? Und es ist trotzdem Denkmalgeschutz auch. Ja, was heißt das, wenn das Denkmal geschützt ist? Heißt das, man darf das dann nicht abreißen, darf man nicht neu Ja, verwenden? genau, darfst du nicht auf keinen Fall. Und du darfst zum Beispiel auch Fenster, du musst gucken,
wie diese Fenster damals waren. Kannst du nicht einfach zu einem Baumarkt gehen und Rabatt kriegen für 40, 50 Fenster und sagen, ja, diese sind aus Plastik, okay, perfekt. Nee, du musst gucken, wenn diese zum Beispiel bestimmte Holz war, du musst mit Denkmalschutz wieder das gleiche Holz benutzen. Kannst du nicht machen, was du willst. Diese muss irgendwie so bleiben. Diese kann trotzdem zum Beispiel nicht weg. Das muss so bleiben. Ja, das ist immer ein Problem, dieser Denkmalschutz. Wenn wir jetzt sehen, ich denke, dieser Schutz nicht so wirklich diese Ruine, weil jetzt leider Ruine sind. Ja. Es gibt zwei Gesichter, denke ich immer. Das ist nur meine persönliche Meinung. Es sollte von einer Seite schützen, aber ich sehe, dass auch von einer Seite nur Hindernisse stellt. Weil es ist zu streng, ich denke. Ja, komm, wir gucken jetzt mal, ob wir hier hochkommen irgendwo. Wir sind jetzt hier noch nicht ganz auf dem Dach. Mal gucken, wo es hier weitergeht. Ach nee, hier war es nicht. Das sind alles hier noch Zimmer, wahrscheinlich Krankenzimmer, die wir hier sehen. Und hier ist, hier ist das Treppenhaus. Und man kommt tatsächlich hoch, man muss hier aufpassen. Hier liegt jede Menge Geröll rum und Glasscherben auch. Aber es sieht trotzdem noch irgendwie ziemlich, also zumindest ansatzweise stabil aus. Man sieht hier oben den Dachstuhl. Der ist irgendwie auch schon so ein bisschen durchgebrochen. Und ja, wir gucken jetzt mal, wo wir hier rankommen. Krass. Ja, hier sind überall die Scherben, Ziegelscherben. Und, hier kommt man. Hier kommt man. Nee, hier, das war nicht. Ich glaube, hier müssen wir durch, oder? Oh ja. Warst du schon mal hier oben, Daria? Ja, war ich schon. Das Problem ist auch, dass manche Besitzer wollen warten, bis keinen Anspruch an Denkmalschutz gibt, einfach diese Gebäude platt machen und dann bauen, was sie wollen. Mhm. Natürlich billiger, natürlich größer, weil ihr müsst dann auch die Volumen aufpassen. Kannst du nicht eine auch ausmachen? Ja. Muss irgendwo so, irgendwie so bleiben. Kannst du nicht viele Veränderungen machen? Das ist immer problematisch. Und das Problem ist zum Beispiel für Gebäude, wenn das Dach kaputt, das ist mehr als kaputt, aber es ist auch ein bisschen weniger kaputt, es fängt alle... Was ist mit dem Dach? Ja, mit dem Dach, ich wollte erklären, es kommt Regen, im Winter Schnee und es platzt alle. Weil für ein Gebäude am wichtigsten ist, dass das Dach stabil ist. Ja. Weil wenn das Dach kaputt ist, kannst du langsam auch den Rest unter vergessen. Es geht alles kaputt. Das ist eine von den ersten Maßnahmen. Wenn du ein Gebäude retten willst, musst du zuerst, wenn nicht so viel Geld hast, auf jeden Fall zuerst das Dach sanieren. Das ist sehr wichtig. Ja, man sieht, was passiert, wenn man das Dach nicht saniert. Nämlich, man sieht ganz schön, wie die Natur hier eigentlich schon das ganze Gelände zurückerobert hat. Ja, guck mal, hier sind überall die Brennnesseln und auch schon sogar Bäume wachsen da hinten. Aber wenn ich hier unterbreche, das ist nicht nur normale, leider, Pfeffer. Das ist auch Vandalismus. Hier wurde alle mit Absicht gebrannt. Ja, wir versuchen hier keine Spuren zu hinterlassen. Wir gehen jetzt hier auch wieder raus. Und wir sagen euch, wir können euch nicht sagen, wo das ist, eben auch, damit hier Leute nicht solchen Vandalismus betreiben. Ja, okay. Aber wir nehmen euch auf jeden Fall mit gleich zu unserem nächsten Ort und vielleicht findet ihr es ja selber raus. Bis gleich.